Kooperationsvertrag unterzeichnet. Am Montag, dem 2. Mai, wurden in der Goethe-Oberschule Wilden im Rahmen der berufsvorbereitenden Maßnahmen der Schule Kooperationsverträge zwischen der Bildungseinrichtung des Wildner Schulzentrums und der Firma Lakova GmbH sowie dem Landidyllhotel Erbgericht Tautewalde unterzeichnet. Die Unterzeichnung nahmen Schulleiterin Daniela Hossang sowie Herr Ralf Liebscher, Geschäftsführer der Gesellschaft für Kunststoff B und Verarbeitung MbH, bzw. Enrico Schulz, Inhaber des Landhotels, im Beisein von Bürgermeister Michael Herford vor. Von Thorsten Köhler, dem Geschäftsführer des Geschäftsbereiches Bildung bei der Industrie- und Handelskammer Dresden, von Angela Ruscher, der zuständigen Schulreferentin der Sächsischen Bildungsagentur Regionalstelle Bautzen, sowie von Lehrern und Schülern der Goethe-Oberschule. Der Unterzeichnung vorangegangen waren Statements der beteiligten Kooperationspartner. So betonte Schulleiterin Daniela Hossang, dass die Goethe-Oberschule schon seit mehreren Jahren auf die Zuverlässigkeit beider Unternehmen bei der Bewältigung anstehender berufsvorbereitender Maßnahmen ihrer 8- bzw. 9-Klässler zurückgreifen kann. Thorsten Köhler verwies auf die enorme Bedeutung, die der Ausbau der bestehenden Partnerschaften zwischen sächsischen Schulen und der regionalen Wirtschaft für die Industrie- und Handelskammer hat, um so eine gesicherte Bindung junger Menschen an ihre sächsische Heimat zu erzielen. Die beiden Wirtschaftsvertreter verwiesen unter anderem auf die damit erreichte kontinuierliche Sicherung von engagierten, kreativen Lehrlingen für die bereitgestellten Ausbildungsplätze in ihren Unternehmen. Die Schüler erhalten im Rahmen von Projekttagen oder durch fächerverbindenden Unterricht im Schuljahr oder durch Ferienarbeit Gelegenheit, Einblicke in die technologiespezifischen Besonderheiten von Berufen des Plastverarbeiters bzw. im Hotel- und Gaststättengewerbe des Landhotels zu bekommen. Ausflugsziele zur Himmelfahrt. Entgegen vorheriger Wetterprognosen lockte ab Mittag prächtiges Ausflugswetter am 5. Mai, dem Himmelfahrtstag, wieder Ausflügler, Wanderer und nicht nur Herren zu den zahlreichen Veranstaltungen in und um Wilden aus nah und fern. Seit Jahren findet am Vormittag auf dem Sonnenberg bei Großpostwitz der zentrale Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt von Kirchgemeinden des Bautzener Oberlandes statt, mit Federführung durch die evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden aus Wilten und Großpostwitz. Unter dem Leitspruch »Den Kopf im Himmel, aber mit beiden Beinen auf der Erde« versammelten sich wieder einmal rund 200 Christen, auch aus Bautzen, Kirschau, Schirgiswalde und Rodewitz. Ein Anspiel der jungen Gemeinde machte auf die himmlische Bedeutung des Feiertages aufmerksam. Der gemischte Posaunenchor wurde geleitet von Udo Golbs, der ebenfalls gemischte Kirchenchor durch Fabian Kjupel. Die Predigt teilten sich der Wildner Gemeindepfarrer Christoph Pücker und sein Großpostwitzer Amtskollege Christoph Kästner. Der Mengswalder Berg, seit Jahren ein beliebtes Ausflugsziel und nicht nur an diesem Tag, erwartete die Ausflügler mit Live-Musik im Biergarten, genau wie unterhalb die Waldgaststätte Jägerhaus, hier jedoch mit Musik aus der Konserve. Im nahegelegenen Irgersdorf hatte der Heimatverein die Irgersdorfer für die zahlreichen Wanderburschen aus allen Richtungen ganztägig an ihrem Domizil am Feuerlöschteich Platz für müde Beine und hungrige Mägen, für durstige Kehlen sowieso geschaffen. Wer den Feiertag lieber mit etwas mehr Publikum gemeinsam verleben wollte, der war bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wilden beim nunmehr 20. Tag der offenen Tür am Gerätehaus gut aufgehoben. Live-Musik mit dem allerletzten Pichotaler Steffen Brade, die umfangreiche Einsatztechnikausstellung, Mittagessen aus der Gulaschkanone, Gewinne am laufenden Ratsrad mit André Augustin sowie jede Menge Getränke ließen die Feiertagsstunden schnell verfliegen. Kleiner Wermutstropfen für die Kameraden,
Sie wurden in den frühen Abendstunden durch eine Alarmauslösung nach Kirschau gerufen. Petri Heil am Angelteich. Am Samstag, dem 7. Mai, vollzogen die Hobbyangler des Anglervereins Morgentauwilden ihren Start in die neue Angelsaison. Das traditionelle Anangeln findet alljährlich am 1. Mai-Wochenende statt. Diesmal bei herrlichen, frühlingshaften Temperaturen. Rund 30 Vereinsmitglieder nutzten die Gelegenheit, das seit dem Herbst des letzten Jahres hier verbliebene Angebot an Karpfen, Schleien, Forellen oder Hechten im Teich auszudünnen. Am Saisonauftakt nahm auch das jüngste Vereinsmitglied, die 11 Jahre alte Lena, mit teil. Sie konnte zwar einen Karpfen an die Angel bekommen, musste ihn aber wegen der noch nicht vorhandenen Mindestmaße wieder ins Gewässer zurückgeben. Auf die Petri-Jünger wartet in diesem Jahr viel Arbeit. Am Vereinshaus muss das Dach neu gedeckt werden. Man rechnet mit rund 5000 Euro an Materialkosten, die allein aus der Vereinskasse bezahlt werden müssen. Die Neueindeckung will man durch Eigenleistung stemmen. Bis zum geplanten Vereinssommerfest sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Vom 30. September bis 2. Oktober findet dann wieder das große Fischerfest des Anglervereins statt. Grundschüler machen blau. In der Schulwoche nach Pfingsten gab es in der Pumphut-Grundschule eine blaue Woche. Im Rahmen eines fächerverbindenden Unterrichtes untersuchten die Schüler der Klassen 1 bis 4, inwieweit sich die Farbe Blau in unserem Alltagsleben widerspiegelt, egal ob in der Schule, zu Hause oder in der Natur. Die Erstklässler bastelten mit Klassenlehrerin Frau Heblak lustige Schlümpfenmützen. Die zweite Klasse besuchte die Stadtbibliothek und erforschte dort den blauen Planeten. Die beiden dritten Klassen untersuchten das Blaue in der Kunsterziehung mit dem Pinsel in blauen Grotten bzw. suchten nach Musikstücken mit blauem Text. Die Klasse 4 forschte mit Hilfe der Naturschutzstation Neukirch im Gebiet an den Fischteichen nach Blautönen in der Natur. Schüler und Lehrer waren an den Unterrichtstagen mit auffallend blauer Kleidung ausgestattet. Die Schüler durften blaue Gegenstände von zu Hause mit in die Schule bringen. Sogar blaue Semmeln waren mit dabei. Abschließender Höhepunkt war am Freitag die blaue Stunde in der Mehrzweckhalle. Hier zeigten die Chorkinder des Pumphut-Schulchores ein Kindermusical nach Rolf Zukowski, die Blaumeise auf Brautschau. Das Stück soll beim diesjährigen Sommerfest der Wildner Naturfreunde am 26. Juni an der Naturfreundehütte auf der Weifaer Höhe gezeigt werden. Auch im nächsten Schuljahr soll es eine Farbwoche in der Pumphut-Grundschule wieder geben. Vielleicht in Grün, in Rot, vielleicht in Gelb oder... Kantianer zeigen Talente. Zum ersten Male seit Bestehen der Bildungseinrichtung organisierten Schüler des Wildner Immanuel-Kant-Gymnasiums einen eigenen Talente-Wettbewerb an ihrer Schule. Am Freitag, dem 20. Mai, fand er in der Mehrzweckhalle des Schulzentrums statt. Die Idee dazu kam aus den Reihen des Schülerrates der Schule. Dieser hatte in den Wochen zuvor nach talentwürdigen Wettbewerbsbeiträgen gesucht. Zur Auswahl standen die beiden Kategorien Musik bzw. Kreativität. Selbstverständlich gab es eine fachkompetente Jury bestehend aus Lehrern und Schülern. Von den ursprünglich 11 gemeldeten Beiträgen stellten sich am Nachmittag 9 den Augen und Ohren von Juroren und dem noch bescheidenen Zuschauerkreis, darunter Bürgermeister Michael Herford. Den Auftakt in der Kategorie Musik übernahm das Duo Chris und Kira Lange mit dem Scorpions-Klassiker Wind of Change. Der erste Wettbewerbsbeitrag in der Rubrik Kreativität kam von der Theatergruppe der Klasse 7.1, die in mehreren Sprachen die lustigen Streiche von Max und Moritz zeigten. Neben Gesangs- und Tanzdarbietungen überraschten Kantianer auch mit Beiträgen aus Malerei, Handwerkskunst und Akrobatik. Der vergebene Publikumspreis ging am Ende an die Bollywood-Girl-Tanzdarbietung.
Platz 1 in der Rubrik Musik ging an das bei der Preisvergabe nach 2 Stunden nicht mehr anwesende Gesangsduo Chris und Kira Lange. Platz 1 in der Kreativitätssparte errang das Akrobatikduo Josephine Wolters und Paulette Hegenbart. Neben den Urkunden gab es Geschenkgutscheine. Es gab noch einen weiteren Gewinner, denn bei der Veranstaltung wurden Geldspenden für den Dresdner Krebshilfeverein Sonnenstrahl e.V. gesammelt. Die von der Krankheit selbst betroffene Mitschülerin Viktoria Adler nahm sogar als Überraschungsgast an der Veranstaltung teil. Der Talentewettbewerb wurde finanziell unterstützt durch die im Gymnasium gegründete Schülerakademie und durch die Stadt Wilten. Er soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Keine Störche da. Im Jahr 2016 wird es im Wildner Storchenhorst an der ehemaligen Papiermühle im Niederdorf keine Weißstorche als Sommergäste geben. Wie die Storchenfamilie Heinke als langjährige Horstbeobachter mitteilt, war in den ersten Apriltagen ein männlicher Storch auf dem Horst gesichtet worden, der aber bereits nach 2 Tagen wieder das Weite suchte. Er war leider der einzige Afrika-Rückkehrer, der zumindest zeitweise den Storchenhorst besuchte. Es wird vermutet, dass die enorme Grasbewucherung eine Ursache für die Meidung des langjährigen Storchenhorstes in diesem Frühjahr sein könnte. Leider findet sich bisher niemand, der dem Grasbewuchs im Nest ernsthaft zu Leibe rücken kann. Der für die Unterhaltung von Storchenhorsten im Kreisgebiet bisher zuständige Förderverein des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft hat nach Informationen der Familie seine Unterhaltungsverpflichtungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst abgegeben. Es bleibt die Hoffnung, dass man hier die Bedeutung der gut funktionierenden Storchenhorste in der Oberlausitz für den Fortbestand der Population erkennt. Seit Beginn der Aufzeichnungen über den Storchenhorst an der Papiermühle im Jahr 1993 wäre dies erst das 2. Mal nach 2013, dass es keinen Storchensommer hier gibt. Baugeschehen im Mai. Oberste Priorität auf Wiltens Großbaustelle, dem Sporthallen Neubau, hatten die Arbeiten zur Herstellung einer geschlossenen Dachhaut. Nach der Montage der Dachbinder im April wurden zunächst die Trapezbleche zwischen den 6 doppelläufigen Binderelementen als mechanischen Unterbau angebracht. Darauf liegend kamen Wärmedämmplatten. Zum Schluss wurde die komplette Dachhaut mit Thermokunststoffbahnen als Wetterschutz versehen. Diese einzelnen Bahnen müssen untereinander sorgfältig verschweißt werden, ebenso zu den Dachkanten hin als Flächenrand. Diese Arbeiten konnten zum Monatsende weitestgehend abgeschlossen werden. In den ersten Junitagen kommt es dann zum vollständigen Verschluss der noch offenen Dachbinder. Die Nordseite erhält Glaselemente für den Lichteinfall, die Südseite der Träger hingegen wird dicht gemacht. Parallel zu den Dacharbeiten wurde mit dem Innenausbau der bereits verschlossenen Funktionsräume begonnen. Zunächst haben hier die Trockenbauer das Sagen, auch die Stromkabel wurden peu à peu installiert. An der senkrechten Gebäudeaußenhaut ist mit der Anbringung von Wärmedämmplatten begonnen worden. Deutlich sichtbare Veränderungen hat das Gebäudeumfeld erfahren. Hier verschwanden nach und nach die vom Aushub zu Beginn übrig gelassenen Erdmengen. Des Weiteren hat die notwendige Zufahrtsstraße für Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge und Rollstuhlfahrer deutliche Konturen bekommen. Die Straße wurde bereits in die Karl-Marx-Straße des Neubaugebietes eingebunden. Im südlichen Teil des Sportareals zwischen Buswendeschleife und Neubau ist an der fußläufigen Zuwegung weitergearbeitet worden. Sobald die letzten Öffnungen der Dachhaut am Gebäude verschwunden sind, wird mit dem Innenausbau des Hallenbereiches begonnen. Dagegen neigt sich der Straßenausbau an der Vorwerkstraße zu Ende des Monats Mai seinem Abschluss entgegen. Die Seitenborde sind gesetzt,
Am 6. Juni soll nach Informationen des Wildner Bauamtes die Asphaltierung des Abschnittes zwischen Abzweig Zitterauer Straße und dem Bahndamm erfolgen. Als eine der allerletzten Arbeiten folgt hier die Erneuerung des Gehweges. Freibad gerüstet. Wie eh und je öffnet in Wilden das städtische Freibad am 1. Juni seine Pforten. Damit dies auch 2016 der Fall sein kann, haben Stadt, Badbetriebsleiter und Bauhofmitarbeiter keine Mühen in den letzten Wochen gescheut, um alle anstehenden Instandsetzungsarbeiten termingerecht fertig zu bekommen. Im April erhielt der Beckenboden einen weiteren Schutzanstrich mit einer chlorresistenten Kautschukfarbe. Außerdem wurden Risse am Beckenrand verschlossen. Des Weiteren erhielten die Funktionsgebäude einen neuen Farbanstrich. Der Betonpflasterbereich wurde zum Teil erneuert. Erneuert wurden auch die Sitzbänke und die Freidusche. Selbstverständlich sind die Spielelemente im Wasser nach der Winterpause wieder an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. Nach einem Brand an der Grundstücksgrenze zum HZO am 22. Mai mussten noch kurzfristig die Sichtschutzelemente an den betroffenen Abschnitten erneuert werden. Noch in den letzten Maitagen ging es dem kräftig wachsenden Grün der Liegewiese an den Kragen. Rund 2.500 Euro investierte die Stadt Wilden in die Sanierungsmaßnahmen des Frühjahrs. Davon unbeeindruckt bleibt der nach wie vor unschlagbar günstige Eintrittspreis des Stadtbades. Der Badimbiss steht auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung. Geplant sind bereits einige Veranstaltungsaktivitäten der Vereine. So wollen die Funkamateure wieder ihre Zelte im Bad aufschlagen. Das Wildner Jugendhaus des Faltenberg-Wichtel e.V. plant eine Veranstaltung. Die Zumba-Sportgruppe und die Sporttaucher haben sich bereits angemeldet. Alles, was jetzt noch fehlt, sind kleine und große Wasserratten und schönes Badewetter.